Du Max, ich würde mal ganz kurz gucken, was ich verzaubern kann, ja? Vielleicht, okay, fertig. Vielleicht können wir das ja schon richtig krass machen. So, ich habe jetzt verzaubert. Schutz 4, Haltbarkeit 3! Ich habe Explosion, Schutz 4, Haltbarkeit 3! Hanno! Minecraft! So! Oh, ich freue mich, das war so lecker. Heute haben wir die Roten wieder. Oh, Scheiße. Oh, Freunde, ich sag euch, wie es ist. Wir sind zurück. Oh, Sekunde, ich muss hier ein bisschen ausrollen. Bei Hart aber Herzig mit Henno und Sterzig. Du sagst es, Henno. Henno, sag doch mal kurz, was wir alles in der letzten Folge erreicht haben. In der letzten Folge waren wir im Nether. Das war sehr spannend. Das war wirklich spannend. Denn ja, wir waren vorher noch nie im Nether gewesen. Beziehungsweise nur mal reingedippt, um uns die Spawn-Location vom Portal anzuschauen. Aber beim letzten Mal sind wir auf die Suche gegangen nach etwas ganz Bestimmten, nämlich dem Castle. Nennt man das so? Unter Minecraft-Leuten? Ja, ja. Nether-Festung. Castle. Ja. Denn dort gibt es spezielle Gegner, die sehen aus wie so fliegende Kronleuchter. Die droppen eine bestimmte Ressource, die wir brauchen, um später zum Enderdrachen zu gelangen. Richtig? Nee, ja, richtig. Wir brauchen die Blaze Rods von den Blazes oder wie sie heißen. Ich habe sorry hier. Und die brauchen wir für die Enderaugen, damit wir die ins Portal machen können zum Schluss und dann zum Enderdrachen jeeten können. Genau. Und eine solche Nether-Festung haben wir dann gefunden tatsächlich. Hier nochmal eine kleine Rückblendung, ganz uncut. Wollen wir jetzt noch weiter vor? Ich meine, es ist echt super gefährlich hier. Ja, Alter, der Neser. Komm, wir gehen hier lang. Hä? Pass bloß auf, pass bloß auf. Sterzig! Ja? Eine Festung! Nein! Vielen Dank. Das waren Zeiten, Digga. So, wieder im Studio mit Michael Merz. Newstime. So, und jetzt ist die Frage, okay, krass, wir haben die jetzt recht unkompliziert gefunden, weil man kann auch echt sehr lange nachsuchen. Ja, teilweise kann man da, also wir haben ja jetzt ja die andere Map gehabt da, wo wir privat waren und da haben wir echt richtig viel abgesucht und nichts gefunden. Da waren wir echt lucky. Du Scheiße. Was denn? Ist nicht schlimm. Bei mir ist es ein bisschen auf den Boden gedroppt. Bin ich ehrlich. Der Greenscreen hat recht viel abbekommen, aber es ist auf der Seite, die hinter dem Rand ist, weißt du? Ja, und wenn, ist es jetzt Teil des Videos. Es ist die reale Experience hier für euch, Freunde. Ich glaube, beide T-Shirts sind durch. Ja. Auf jeden Fall können wir jetzt also jederzeit theoretisch dorthin gehen und das Ganze farmen. So. Allerdings machen wir es jetzt natürlich noch nicht. Richtig. Nicht wir haben noch einiges vor. Wir haben gerade uns ein bisschen zusammengesetzt und, was heißt zusammengesetzt? Wir haben gerade ein bisschen gequatscht und meinten, ich glaube, wir wollen jetzt erstmal wirklich auf die Verzauberung gehen, bevor wir da reingehen, weil da gibt es schon ein paar echt nicht so geile Gegner, die uns richtig schnell wegmachen können. Und da wollen wir ja vorbereitet sein, ne? Und wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen jetzt erstmal den Verzauberungstisch bauen, richtig, und erstmal ein bisschen unsere Diamond-Rüstung, richtig, verzaubern, bevor wir hier, richtig, irgendetwas anderes starten. Du sagst es. Vollkommen so, richtig. Gab es noch irgendwas Interessantes in den Kommentaren? Letzte Folge. Nö, es wurde nur über den großen Coup des Jahrtausends gesprochen. Danke nochmal für das Lob von euch. Sehr, sehr in der Folge, Leute, die betroffen macht. Ich habe es jetzt auch umbenannt. Dieses Video macht betroffen. Das ist geiler Name. Folge 13. Die legendäre Folge 13. Und ich würde gar nicht lange rumschnacken. Ich glaube, jetzt werden wir on the way noch ein bisschen was erklären und erzählen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Meine Finger kleben hardcore. Meine auch. Deswegen habe ich die gerade nochmal eingesprüht hier mit so Zervalatwurst. Nee, Sagrotan. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es was bringt. Ja, sie werden. Hast du Timer? Ach ja, danke für den Hinweis. Ich werde da schnell starten.
Eine Stunde, richtig. Das war auch dumm. Ja. So. Dann würde ich sagen, geh mal rein. In 3, 2, 1. Rein. Meine Klamotten sind sehr klamm. Alter, puh. Ich sag dir, heute war die Knackung ganz besonders. Ich glaube bei dir vor allem. Das hört sich sehr gut an. Okay. Ach stimmt, ich war letzte Folge dabei, hier den Raum zu bauen. Für unseren Verzauberungstisch. Genau, ich gehe als erstes zu den Kühen. Und werde diese mästen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die müssen wir nämlich vermehren, damit wir schön viel Leder bekommen. Für den Verzauberungstisch, für die Bücher. Und des Weiteren werde ich dann Holz hacken gehen, denn wir brauchen Smaragde. Diese Idee mit der Bambusfarm, da hatten so ein paar uns darauf hingewiesen, ja, also wenn ihr das beim Spawn macht, genau, da ist der Chunk immer aktiv, auch wenn jemand auf dem Server ist. Und dann geht das schon. Da ist dann nur die Frage, wie das, ob das zeitlich Sinn macht. Worth also, weil wir brauchen ja auch einige Zeit, bis das Ding steht. Sagen wir 2 Folgen. Dann nur eine Folge warten, dann haben wir richtig viele Stöcker. Keine Ahnung, in der Zeit können wir einfach richtig viel Holz fällen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns eine ganze Folge mit Holz, wenn sich einer von uns mit Holz beschäftigt, die ganze Folge lang, ich glaube, dann haben wir richtig viel. Und dann kriegen wir auch. Richtig viel. Dann kriegen wir, glaube ich, zumindest unsere Schutzverzauberung, die wir dringend wollen und haben. Ne? Hier ist was aus dem Nether gekommen. Oh mein Gott, er springt hoch. Was ist das? Dieser Hüpfding. Haben wir einen Bogen? Lol. Der ist rausgekommen? Ja, der ist rausgekommen. Siehst du, und ich sag nur... Ich box den. Oh, scheiße, er hat mich gehittet. Pass bloß auf. Der ist nur ein rausgekommen? Ist nur ein Kleiner. Ja, mach ihn weg. Sag ihm, wer hier Boss ist. Und ich sag noch letzte Folge, lass deine Grube drum machen. Mein Gott. Ja, aber du hast ihn doch. Alles gut. Wie ist der denn überhaupt reingekommen? Durchs Portal, wer hätte gedacht. Ja, ich weiß, aber... So. Mann. Und er ist einfach reingekommen. Intro. Nee, ich glaube, wir finden heute noch was. Jetzt gucken die mir hier beim Verzauberungstisch bauen zu. Geht gut weg. Weichet. Haben wir schon den Verzauberungstisch? Nee, ne? Nein. Oder? Also ich meine, haben wir den schon gecraftet? Ich glaube auch nicht. Nö, glaub nicht. Gut, dann werde ich das jetzt tun. So, wir haben hier Obsidian, wir haben hier Diamonds. Jetzt fehlt uns, glaube ich, noch... Oh, perfekt, ein Buch. So, dann ein Buch nur? Ja, ja, ganz oben drauf ein Buch. 2 Diamonds und 5 Obsidian. Ach so, für den Tisch? Ja, ja, für den Tisch. So. So, dann platziere ich den hier unten mal. Ich dachte jetzt so, damit der Raum fertig ist. Brauchen wir nur noch ein Buch, geil. Das wäre crazy. So, lass mich kurz gucken, ob wir hier denn... Ah, wir können noch keine Level 30. Uns fehlt, glaube ich, jetzt noch ein Bücherregal oder so. Aber das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Also haben wir doch so viel. Geil. Wir haben schon sehr, sehr viel. Wir können schon Level 28 Verzauberung machen. Geil. Ja. Vielleicht kriegen wir auch ein Schwert mit Plünderung. Dann kriegen wir vielleicht sogar mehr Blaze Rods raus. Wenn wir zum Beispiel nur 2 killen oder so. Oh, Mann. Ja, wir haben eh überlegt, wie wir das machen. Weil, theoretisch kann man die auch einfach nur mit dem Bogen absnipen. So nämlich, ja. Da werden wir natürlich die sicherste Variante wählen. Und ich denke, deswegen wird es auf den Bogen hinauslaufen. Drauf hinaus, oder? Hinauslaufen, ja. Ja, wir würden mich auch hinauslaufen. Also ja, also es ist jetzt nicht so, dass die uns insane wegmachen. Die haben halt nur eine Attacke und das halt Schießen. Die schießen so ein... Das eigentlich Schwere sind die anderen Gegner, die da auch rumlaufen, ne? Ja, also gefährlich sind halt die dunklen Skelette, die da rumlaufen. Hm. Die machen Damage und vergiften teils auch. Hm. Ja, und die Blaze-Dinger, die machen halt so Feuerschaden. Also wenn die dich treffen, 2-mal hintereinander, glaube ich, dann brennst du und das ist blöd. Gerade im Nether ist das blöd, weil da kann man sich ja nicht löschen. Ja, löschen kannst du dich aber. lösch dich! So, okay. So. Wir können hier... Das kurz alles wegbringen hier, man, raus aus meinem Inventar. Ich ernte mal. Ja, ernte mal. Also Kühe sind alle gefüttert, da müssen wir jetzt kurz warten. Ja, ne? Kriegen wir hin. Aber dann geht das auch schon. Dann geht das auch schon wieder. Ich habe 4 Enderperlen. Stimmt, die haben wir ja bekommen von den Trades. Jo, oh, das können wir übrigens nochmal machen. Theoretisch können wir auch nochmal in die Mine und ein bisschen Gold grinden, weil das war ja Ultra Wolf. Ja, auf jeden Fall. Aber genauso wie ich es gemacht habe. Das sah doch professionell aus, oder?
Sah das nicht professionell aus, Alter? Was sah professionell? Achso, das. Wie ich den im Boot gesteckt habe und dann alles hingeschmissen. Das habe ich mir vom World Record Holder abgeguckt. Nein. Habe ich in den Kommentaren keine Props für bekommen? War ich kurz davor, eine Ansage jetzt doch zu machen, aber ich habe mich nochmal zusammengerissen, Digga. Du, ich hätte es tatsächlich, da wäre ich dabei du gewesen. Du hättest mir gegönnt. Du wärst, ich wäre dabei gewesen. Sind wir dabei. Das ist prima. So, ich gehe Holzfarmen. Gut. Wir leveln tatsächlich ja auch dadurch, ne? Durch Holzfarmen? Nee, durch das Train. Yo, stimmt. Yo, und dann, ich bin 28. Guck mal, ich bin Level 29 auch. Ja, auch in Nether nochmal gehen, um eventuell zu leveln, ne? Können ja, wir könnten auch überlegen, Digga. Da, wo wir rausgekommen sind, war ja auch normales, war ja auch so ein normales Biom. Da könnten wir theoretisch hin, um da ein bisschen noch zu grinden. Da, wo wir rausgekommen sind, war ein normales Biom? Nee, da, also da, wo wir rausgekommen sind, kurz vor der. Bin ich? Ich frage, Digga. Intro. So. Intro. Bist du schwanger? Bin ich? Intro. Intro. Alter, ist so dumm. Also da, wo wir halt auch rausgekommen sind, wo dann die Festung war, meine ich, da war ja auch so ein normales Biom, wo relativ offen dann ja auch das Quarz rumlag. Ja, aber nicht direkt beim Spawn, ne? Also man nee, da muss man halt schon hingehen. Ja. Aber das ist ja tatsächlich, haben wir ja gemerkt, dauert ja nicht so. War ja um die Ecke, ne? Hör mal. Hör mal. Oh. Hör mal. So. Okay. Ich bin schon auf dem Screen. Du kannst ich vielleicht. Ich glaube, ich würde Gold suchen, oder? Du kannst vielleicht noch, wenn du gerade dabei bist, mehr von den Stöckerleuten machen. Einfach um den Cooldown zu vermeiden. True. Das wäre, glaube ich, gut. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal eine Runde schlafen. Jo, die liegen ja alle schon. Da habe ich kurz gelacht, da kam mir das Ding. Kurz gekotzt habe ich. Geile Haare übrigens. Also heute besonders. Danke, geile Augenbrauen. Und der Bartwuchs, der knallt auch bei dir, Digga. Ja, ich dachte, ich probiere mal was aus. Jo, haste. Ja. Haste. Ja. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Kasten geht. Sag Bescheid, wenn du da bist, ne? Dann gehen wir pennen. Ja. Der Kasten, ja, das musst du kurz. Schmiedetisch, Abbognertisch, richtig. Feuerstein, richtig. So. Feuerstein haben wir sogar noch. So, siehst du wohl. So, ich bin da. Rein okay. Da. Feuerstein, so, ich würde es. Ja. Alter, meine ganze Tasse ist voll mit Rotze, feier ich. Ich auch, Digga, ich auch. So, ich hab mal 3 gemacht. So viel. Alter, du hast den Zaun offen gelassen. Oh, ja, ich war gerade so, okay. Nein, aber auch weil du komplett grün bist. Ich dachte, hier ist ein Creeper. Jetzt. Was ist denn da? Ach, der ist gerade gestorben. Ecke. Ach ja, stimmt, wir haben ja einen Falco, ne? Das ist ja auch noch ein Highlight, was wir erzählen können, Mensch. Wir haben einen Falco gefunden. Eine neue Version von Optifine ist verfügbar, Digga. Ach komm, so. So, ich gebe mir mal so einen Bognertisch hin. Ja, ja, mach den Tisch. Ja, da kommt einer. Oder? Was? Nee. Was laberst du? Ja. Und er bietet Stöcker an. Bieten sie eigentlich immer, geil. Oder? Ich glaube nicht immer. Tatsächlich haben wir 1, 2, 3 Bogner, glaube ich. Okay. Oder 4 sogar. Aber wir sollten halt jetzt, wie wir vorgehen, ist, wir gucken, welche Verzauberungen wir auf unsere Hosen, Oberteile, wie auch immer, kriegen. Wenn wir Glück haben, Schutz 4. Und ansonsten müssen wir halt gucken, was wir raufkriegen und dann halt das Buch rauf, das Schutz 4 Buch. Du hast wieder den Zaun aufgelassen. Ja, ich dachte, du kommst halt hinterher. Nee, ich würde dich doch erstmal füttern. Nee, ich würde dich doch erstmal füttern. Na gut, Digga. Denn, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir ein paar neue Dorfbewohner erzeugen. Ja, ja, klingt gut. Deswegen würde ich hier mal reinsprayen. Bisschen neues Brot. Nö, ich habe jetzt 64 Karotten-Dingen gegönnt. Oh, lecker. Die werden aber, ne? Und da wird gerammelt. Ich sehe es doch. Ekelhaft. Falco bellt. Primitiv. So, aber dann Genitiv? Genitiv. Primitiv, habe ich gesagt. Wie Primitivo, verstehst du? Ja, schmeckt. So. Zack. Hier haben wir noch Goldbarren. True. 15. Damit lässt sich was anfangen. Ja, aber so, auch nicht viel. Ich müsste jetzt noch ein Bettchen. Ach, 2 Betten haben wir noch. Siehst du wohl.
knall ich hier direkt ins in die ins Mulde. Loch. In die Mulde. Die Drecke. So. Gut. Ich bin am Holz. Mal gucken, wie viel Saplings wir hier rauskriegen. Dann können wir hier direkt die Holzfarben. Jo, das ist der kleine Mann. Alter, hier ist ein Skelett gestorben. Voll witzig. Übrigens, ja. Wir dürfen nicht nachlassen, ne? Also, jederzeit kann hier jemand sterben. Ja, ja, logisch. Das haben wir, glaube ich, jetzt in den vergangenen Staffeln schon rausgefunden. Jo, denke ich auch. Oh, oh, ich habe einen Bewohner geschlagen. Scheiße, nein. Es tut mir leid. Oh, er ist nicht sauer, glaube ich. Nee, er ist nicht sauer. Alter. Jederzeit so. Kann hier jemand... Oh, oh, ich habe einen Bo... Henno stirbt. Alter, das wäre wieder so geiles Timing gewesen. Aber diese Folge stirbt keiner. Was? Hm? Was passiert? Wer ist gestorben? Bitte don't. Hey, don't. Ich hab. Du hast davon geredet, so ja, diese hier, ne? Dass keiner stirbt und so, wir müssen aufpassen. Und in dem Moment schlägst du einen Dorfbewohner und hast Panik, dass sich der Typ schlägt, weißt du? Ach so. Und dann hab ich mir so vorgestellt, wie du jetzt genau das so, sagst. So, ich dachte, du hast ja gerade eine Situation. Das war rein hypothetisch. Ach so, Digga. Verstehst du? So. Was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt. Okay, das ist scheißegal. Ich muss gerade meine Gedanken so ein bisschen ordnen. Sortier dich. Weil das Ding ist, wir können ja auch die Folgen nicht so richtig vorbereiten. Ja. Im Sinne von, ne, wir müssen ja selber erstmal wieder gucken, so. Weil wir dürfen ja nicht drauf. Genau. So. Wir gehen halt, also wenn wir, stell dir mal vor, wir könnten jetzt irgendwie privat schon reingrinden oder so. Und dann wären wir ja jetzt schon. Nur so Segmente zeigen. Ja. Okay, ich glaube, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich habe hier den Wald wieder ein bisschen aufgebaut. Genau, ich baue jetzt unten eine Truhe hin. So. Nur für die Smaragde. Okay, perfekt. Nehmen die, ne? Und vielleicht für Sticks. Neben den Tisch oder in der Nähe vom Tisch. Können wir direkt Sticks auch die Sticks mit reinmachen, damit wir die direkt abgeben. Kann man beides reinmachen, Digga. Ja. Und vielleicht Bücher, weil wir müssen ja auch die Verzauberung kaufen mit Büchern teils. Bücher, ja klar. Genau, ich könnte auch rumrennen und einfach Kühe schlachten. Ja, Kühe boxen und farmen. Kühe boxen. Ist ein richtiger Kuhschubser. Unordentlich, Digga. So. Schubst du gerne Kühe? Ich habe das früher auf dem Land mal gemacht. Echt? Einfach Kühe umgeschlagen. Nein, habe ich nicht. Und ein Scherz. Also, ich finde das krass, weil ich würde mich gar nicht an so eine Kuh rantrauen. Nee, ich habe auch tatsächlich sehr Respekt davor. Weil das ist ja, man das denkt so, ha, Kühe, also... Ich als Gamer kenne das dann aus Videospielen, Kühe. So grundlegend. Gamer. Und dann sehe ich die in echt und denke mir so, holy shit, das ist aber eine Cow, Alter, wenn du versteht, wie ich meine. Also die sind halt gigantisch. Ja, wenn die da ein bisschen auf dich zusprinten und die können sprinten. So, ich habe ja davon mal erzählt. Habe ich das nicht sogar hier in dem Format erzählt? Ja, das hast du in der Folge erzählt, wie du am Rand des... Also wo ich das erste Mal in meinem Leben neben einer Kuh stand... Also allein die Hörner. So. So, was hält die Kuh davon ab, in dem Moment mir einfach ihre Hörner richtig in die Rippen zu rammen? In den Wanst. So, ich wäre halt instant tot. In den Wanst. Da hat man schon Respekt vor. Die sind halt gutmütig, das merkt man. Die sind auch, also die Kühe, die ich da gesehen habe. Deshalb essen wir sie. Die waren friedlich. Aber deswegen kommen die dann halt auch in meinen Mund, weil die sind am unteren Ende der Nahrungskette an. Wenn die nicht wissen, was sie wollen, alle voll Idioten. So. Zack, und in dem Moment habe ich eine weggekloppt. Soll ich vielleicht nicht mit dem Diamond-Schwert machen? Naja. So. Ihr Vollidioten, Digga. Was wollte ich machen? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt. Hä, irgendwas. Ah ja, Kühe killen, genau. Kühe killen. Ich komme aber erstmal zurück, weil ich will es nicht mit meinem Diamond-Schwert machen. Ich bin da noch irgendwie spießig. Geizig. Ich bin schon am Smaragde grinden gerade. Ich bin geizig mit. Ah, nee, ich wollte ja die Truhen bauen. Mann. Ich glaube, ich habe so Light Version of ADHS manchmal. Ich habe so Konzentrationsschwäche manchmal, wenn es so um mehrere Sachen geht. Ja, vor allem, wenn wir noch konstant nebenbei reden. Vielleicht ist es auch einfach das. Das ist halt richtig Monka-S. Ja, und dann redet man auf einmal über Kühe. Ja, Mann. Dass man die gern essen würde. Oh, Alter, du hast gerade irgendwen geboxt. Nee, ich glaube, der ist runtergefallen. Das ist doch voll der Mensch.
So, wir brauchen wäre geil, wenn das so rechts oben eingeblendet wird, wie bei Fortnite oder PUBG, wenn einer gekillt wurde. Jo, Dorfbewohner ist echt, deswegen Fall Damage gestorben. Das wäre witzig. So, so. Du hast noch Leder? Ich habe auch noch Leder, ne? Ja. Ich mache jetzt kurz das letzte Bücherregal. Okay, dann werde ich einfach mal gucken. Ich bin nämlich Level 31. Werde ich einfach mal gucken, was ich auf meine Brustplatte drauf machen kann. Juti! Juti! Okay, ich werde jetzt. Brauchen wir noch viel Leder? Nein. Wir brauchen jetzt. Also doch, wir brauchen noch ein bisschen. Wenn wir jetzt halt Verzauberung ertraden wollen, dann wollen die immer zusätzlich zu den Büchern, zusätzlich zu den Smaragden noch ein Buch haben. Ah, ja. Na gut, dafür haben wir vielleicht auch unsere Kuhzucht. Ja, ich denke, das wird dann reichen. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also, ich mach's mal so. Ich würde jetzt nochmal die Kühe füttern gehen. Ja. Das könnte wieder ready sein. Wir haben Lapis, oder? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ansonsten müssen wir nochmal in die Mine, auch wegen Gold. Ich glaube, es spielt sich echt an, nochmal Gold auch ein bisschen zu grinden. Ja, weil das war letztes Mal so worth. Wenn wir Diamonds finden, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Habe ich übrigens, darf ich das nochmal behaupten, ich habe dafür keine Props bekommen. Wofür? Dass ich da diesen Trick gemacht habe mit dem Boot. Achso. Gold-Trade. Ja. Ja, also spiegelt, also beziehungsweise spricht für sich, ne? Spricht auch für die Community. Die Zuschauer wollen das, glaube ich, einfach nicht. Ja, oder es wird als Schutzvier genommen. Echt? Ja, ich könnte jetzt Schutzvier auf meinen Brustpanzer machen. Geil, Alter. Würde ich einfach machen. Richtig Ehre. So, wir haben jetzt einige Kühe schon wieder. Also es ist schon fast wieder laut, wenn du verstehst. Ja, ja. Haben wir jetzt noch Bücher? Ich glaube nicht. Ich habe keine gemacht. Okay, hast du noch Leder zufällig über? Nein. Also wenn, dann in den Truhen bei Nahrung, glaube ich. Okay, dann würde ich jetzt hier eine Kuh schlachten von unserer Farm kurz. Da bin ich gerade. Ich kann bis da hinten, ja. Aber ich, hier sind noch wilde Kühe, die boxe ich gerade. Okay, ja, ich bräuchte jetzt halt ein Leder, kurz für ein Buch. Ein Leder, nur? Quatsch, never mind, ich brauche nur Lapis. Oh, also Leute, Minecraft ist einfach so complicated, schwör, Digga. Ich habe ein Leder. Nee, alles gut, ich brauch's nicht. Ich gehe ja ganz normal verzaubern nur. Ich brauche ja kein Buch zum Essen. Was haben wir nochmal auf dem Schwert? Gar nichts, ne? Wir haben noch gar nichts. Nee, wir brauchen noch nichts. Wir haben noch nichts. Wir benötigen. Ich verstehe. So, ich würde jetzt bald wieder armen, Schutz, ne? 4 und Haltbarkeit 3. Nett. Gut, ich habe jetzt Schutz 4 auf meiner Rüstung. Das ist richtig geil. Jetzt kannst du ein Buch noch direkt draufknallen. Was haben wir noch für Bücher? Für Rüstung? Nur Schutz 4 bis jetzt als Buch. Ach, das hast du jetzt draufgehauen, aber über einen Verzauberungstisch, genau, richtig? Ja. War das dann nicht wasted? Nee. Das waren jetzt 3 Level, die wir ausgegeben haben. Und wir hätten jetzt für ein Buch für Schutz hätten wir 48 Smaragde abgeben müssen. Ah, okay. Deshalb, das waren jetzt 3 Level, die habe ich easy. Aber wollen wir nicht eigentlich initiativ etwas auf unserer Armor haben, was wir nicht als Buch haben, um das ergänzen zu können? Das Krasseste, was du halt auf deiner Armor haben musst, ist auf jeden Fall Schutz. Und das sollten wir mitnehmen, egal wie. Ja, klar, aber das haben wir ja als Buch. Also ich meine Denke ist einfach nur, gut, dann gehen wir halt die 48 aus. Aber es wäre halt nice direkt dann, weil wir ja über den Verzauberungstisch schnell, recht zügig durch ab- und wieder aufbauen. Ja. Sowas wie Explosionsschaden oder Feuerschutz oder so. Oder für die Schuhe Federfall oder so. Ja, ich glaube so, tatsächlich, aber hast du direkt das bessere Kit? Ich glaube tatsächlich, also ich hätte jetzt. Lass mal pennen gehen, by the way. Was ich jetzt dachte mit der Verzauberung, wenn du auf Level 30 ja verzauberst, kriegst du theoretisch noch andere Verzauberungen dazu. Stimmt, hast du welche drauf bekommen? Haltbarkeit noch. Was jetzt nicht so worth ist für uns, aber ich hätte auch zum Beispiel so. Das Bett ist belegt. Oh mein Gott, die glitschen ineinander. Siehst du es? Prost! Sterzig, hörst du mich? Ja. So. Ich sehe dich, guck dich da an. Ich sehe dich ja hier. Warum liegst du mit dem Kind im Bett? So. Prost! Ja, ich habe hier. Ja, fast noch. Ja, also ich weiß nicht, ob man sieht, die sind so passt. Tatsächlich von der Anmod sind noch wenige Tropfen mit im Kelch geblieben. Naja. Welches Level bist du? 29. Okay, komm mal her. Und mach mal deine Rüstung hier rein, guck, was du auf Stufe 30 verzaubern kannst. Du musst erst deine Rüstung ausziehen. Eine Ordnung. Haltbarkeit 3. Okay, das ist jetzt zum Beispiel nicht so worth.
Da würde ich, oder kannst du mal deine Hose stattdessen reinmachen und gucken, was du darauf machen kannst oder so? Ja, oder Schuhe. Ich glaube, Federfall ist echt wichtig für Nether. Ja, generell. Einfach mal gucken, was man so für Verzauberung kriegt. Ja, ja. Okay. Dann weißt du, was du gleich verzaubern müsst. Schuhe, Wasserläufer 3. Ja, ist nicht worth. Beine, Schutz 3. Schutz 3 ist schon mal okay. Helm, Haltbarkeit 3. Okay. Schwert, könnt ihr mal gucken? Ja. Wobei, eigentlich brauchen wir Schwert gar nicht erstmal. Ja, Schwungkraft 3. Plünderung Bogen lege ich mal rein. Ja. Stärke 4. Stärke 4 ist gut. Aber wir brauchen lieber unendlich Dings, ne? Ja, aber das ist tatsächlich auch eine Verzauberung, die man teilweise random dazu kriegt. Okay, aber was haben wir eigentlich von den. Ah ja, Schutz 4. Genau, und der andere Dude war Glück 3. Wollen wir nicht der Glück 3 hat, bei dem wieder abbauen und neu aufbauen? Nee, der bleibt Glück 3, weil wir das von dem schon gekauft haben. Ah ja, weil wir es einmal gekauft haben, right. Okay, wir haben hier aber nur einen freien Dorfbewohner. Da können wir theoretisch uns sowas. Genau, das kannst du doch machen heute, oder? Dann also, farm ich. Meinst du, dass wieder du da einen neuen Schriftboy-Bibliothekar machst? Mit neuen Verzauberungen. Für Explosionsschutz oder Federfall. Wobei Federfall, oder wie das heißt, kriegt man ja häufig, ne? Als sekundäres. Weiß ich gar nicht. Ja, wobei. Nicht. Also, wir können aber gucken, haben, was passiert. Ne? Du kannst ja schon mal so einen Tisch für mich machen, dann gucke ich noch, dass ich hier. Das sind einfach okay. Nur vier Holz und ein bisschen Papier. Ja, kann ich auch machen. Dann ja, weil dann mache ich die unattraktive Scheiße. Okay, dann mach du hier das Holz. Genau, dann würde ich einfach richtig Brain AFK Holz farmen, diese Folge. Ja. Und du kannst halt dich. Ah, wir haben noch 36 Papier. Ich habe noch was dabei. Okay, ansonsten in der Truhe mit den Rüstungsteilen, warum auch immer. Ja. Ich habe hier ganz viel noch neu gepflanzt hinterm Haus, aber das wächst halt jetzt noch nicht, Leute. Dahinter ist ganz viel noch. Ist nicht schlimm. Ja, Mann, verzeih mir! So. Gut, dann verzeih ich dir. Aber ich habe schon mal Schutz 4, das ist nice. Das ist nice. War das der Kartentisch? Nee. Warte mal. Wie ging nochmal der andere Tisch? Ah, stimmt. Okay. Ich hab's. Weißt du's? Okay. Hast du das Leder irgendwo reingepackt? Kann ich hier irgendwo reinpacken. Das Leder? Ja, warte, ich pack's hoch. Oder hier unten drin. Dann nimm es. Nimm Schibita. Nimm's! Geil, danke. So. Hatten wir hier unten einen Crafting Table? Nee. Dann würde ich kurz einen hier unten machen. Ich hatte den vorhin abgebaut, ich habe den hier. Ja, alles gut, ich baue hier eine in die Ecke. So, wie war denn das? Erstmal das. Dann gehe ich jetzt Holz fällen, fröhlich. Jo, geh Holz fällen. Früh tau zu Berge, wie viel Fallera. Zack. Bücherregal. Zack. Ich bin ein Zombie, what the fuck. Goldäpfel müssen wir auch ein paar vorbereiten, glaube ich. Und machen wir einen Enderdrachen eigentlich richtig cheesy, ja, ne? Mit Betten und so. Ja, Hauptsache er fällt. Hauptsache er fällt. Ich würde da absolut reintryharden. Ja. Völlig egal wie. Ja. Muss keine Mutprobe werden. Nö, ehrlich. Absolut nicht, absolut nicht. Ich würde auch keine Gnade haben. Ja, ja. Ich denke auch. So, Leute, ich habe jetzt übrigens eine Axt für unseren Tisch hier. Eine Axt? Ja, die haben sich doch beschwert, dass ich das alles immer per Hand abgebaut habe. Ach so. Das ist aber echt dumm. Ne? Ach komm. Ich würde das nicht so machen. So. Ja, will hier gerade kein. Warte mal, will hier. Wir haben noch hier einen Dorfbewohner hier noch, oder? Warum wollt ihr den jetzt nicht an den Tisch? Warte mal. Geht wieder los. Ja, ja, er will hier nicht an den Tisch. Obwohl er keine Aufgabe hat. Los, geh da ran. Der drückt sich, ne? Ja, der drückt sich vor Arbeit. Der drückt sich vor dem Jobcenter. Aber hier laufen die Kinder noch rum, die werden ja noch groß. Hm. Theoretisch. Ja, aber die wollen gerade nicht. Wir haben hier Schutz 4, Glück 3. Ja, und der andere steht da. Ich glaube, ich kann das erstmal nicht machen. Der eine will hier irgendwie nicht. Ich stell's mal direkt vor ihm. Ja, probier's an verschiedenen Positionen. Hab ich. Ansonsten schaff noch ein bisschen Raum. Das dauert nicht. Ja, ich glaube, die Kinder müssen tatsächlich erstmal groß werden. Meinst du? Also ich habe ja auch die eine Situation da echt 18 Mal auf. Du willst dich nur nicht wieder bloßstellen, ne? Jetzt nee, ich mach das schon und die Leute sehen es auch. Da muss ich nicht in der Wand platzieren. Und nicht mit der Hand abbauen. Oh, cringe.
Ja, so hört ihr euch an. Also mein Kopf, ne? Gut, dann würde ich das erstmal nicht machen. Und ich würde sagen, wir... Ja, wir könnten jetzt halt ins Nether ein bisschen leveln. Oder wir lassen es halt. Du musst vor allem wieder leveln, oder? Ja, ich bin Level 28. Ach, aber ich glaube tatsächlich dann, das Effektivste wäre einfach zum Leveln auch, dass wir jetzt beide Holz farmen. Und, Ja, also es sollte nicht einer allein ins Nether, glaube ich. Ja, ich werde jetzt einfach auch Holz farmen und dann bringen wir ganz viele Stöcker weg und leveln dadurch und können vielleicht schon mal noch eine Verzauberung machen heute. Bringt das so viel Level? Ja, ich bin gerade von Level 29 auf Level 31 nur mit ein paar Stöcker verkaufen. Okay, geil. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht, vor allem, wenn man immer wieder dann ab Level 29 neu tradet und levelt und, ne? Von Level zu Level. Ah, hört sich an wie so ein Track-Rap-Ding. Ja, ist es auch. Von Level zu Level, Digga. Oh. So, hier wird ordentlich Holz gegrindet, Junge. Ich bin richtig der Forstwirt. Nice. Das ist aber ich forste auch gern wieder auf. Also ich bin nicht einer, der nur nimmt, ich gebe auf. Ja, das ist auch richtig so. Ansonsten machen wir uns irgendwie selber kaputt damit. Was bist du für ein Forstwirt, der nur Bäume fällt? Weißt du, wie ich meine? Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich das höre. Kannst ja gleich nach Brasilien ziehen, Digga. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen hier Kritik angebracht in unserem Format, ne? Ist ja auch wichtig. Ein bisschen Kritik. Ja. 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 So. Ja, aber so, sobald wir schon mal Schutz haben, ist schon mal nice. Hast du mal eine Kettensäge angeschmissen? Ich hab leider keine. Ich meine, ich wohne so in einer Wohnung. Ich habe jetzt keinen Wald so in der Nähe, weißt du? Also ja, aber es kann ja sein, früher als... Nee, tatsächlich. Also wir haben mal in einem Haus gewohnt, aber ich habe nie die Kettensäge angeschmissen. Ich glaube, ein Haus ist nicht unbedingt eine Voraussetzung für eine Kettensäge, Sterzig. True. Aber warum solltest du eine Kettensäge haben, wenn du eine Wohnung hast? Du musst ja auch nicht unbedingt eine haben, um eine mal angeworfen zu haben, weißt du? Doch. Du musst eine in deinen Händen halten. Ja, aber haben ist ja nicht gleich haben. Verstehst du, wie ich meine? Aber wir haben das bei der Versicherung gelernt. Es gibt einmal Eigentümer sein und geil. Besitzer. Ja. Du bist Besitzer, wenn du das Ding in den Händen hältst. Aber Eigentümer, wenn echt? Es dir gehört. Ja. Ich glaube, so war's. Hä, bist du dir sicher? Das klingt falsch, oder? Nee. Krass. Also, wenn du... Das heißt, wenn ich jetzt... Es ist auf jeden Fall so... Nein, ich habe ein konkretes Beispiel. So, ja, okay. Es ist auf jeden Fall so, aber ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeiten jetzt vertauscht waren oder ob irgendwie einer falsch war. Aber so ist es. Aber es ist wirklich also, so, ja. Versicherungstechnisch ist das so. Ich habe schon mal eine Kettensäge angeschmissen. Jo. Und du fragst dich, also um auf deine Frage zu kommen, ja, du machst es halt, wenn du als Schüler mal ein Forstwirtschaftspraktikum hattest. Und das hattest du. Und das hatte ich. So. Ich hatte ja alles. Ja, ja. Und... tatsächlich war es da so, dass einer der Forstwirte dann, es ging über eine Woche und es war immer so in Gruppen. Und ich war in der 8. Klasse, achte oder 9. Klasse. Also so 15, 16 ist man da, glaube ich, ja. Und da hatten wir dann mit der einen Gruppe, dann sind wir in den Wald gefahren und er kam dann mit seiner Kettensäge. Und dann hat er erstmal ein paar Schreckenstories erzählt, um uns einzudrillen, dass das kein Spaß ist. Ja. Und er hat sich, ich erinnere mich noch, er hat wirklich nicht aufgehört, darüber zu reden, wie schlimm es in Deutschland ist, dass jede Privatperson eine Kettensäge haben darf und wie viele Unfälle da jedes Jahr mit passieren, weil niemand natürlich geschult wird, weil du kannst ja einfach nach Hornbach gehen und dir eine Kettensäge kaufen. Dich hält ja niemand auf und also niemand prüft, ob du da jetzt weißt, wie du damit umgehen kannst. Braucht man dafür nicht teilweise sogar so einen Schein? Ich meine, glaube, es gibt dafür so einen Schein, den du machen kannst, dass du die führen kann man machen. Ja, ne? Ja, irgendwie ist das auch so. Und da kommt es dann, glaube ich, in dein Gefilde mit Versicherung. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dieses Praktikum. Ich kann gleich kann sich natürlich Gesetzlage geändert haben. Ja. Aber im Grunde ist es so, du darfst halt der Eigentümer einer Kettensäge sein. Aber die Frage ist, ob du damit fällen darfst, weißt du? Mhm. Oder ob du dann dafür einen Schein brauchst. Mhm. Auf jeden Fall hat er sich aufgeregt, dass ganz viele Leute halt die nutzen, obwohl sie es eigentlich nicht sollten, so um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Konkret zu werden. Dann hat er auch seine Narben gezeigt, wo er sich schon mit Kettensägen am Kinn und so verletzt hat. Am Kinn. Weil man schmeißt die halt an, ne? Man zieht an der Schnur ja. Und dann hat die halt übel den Auftrieb direkt.
Und er hat die sich mal voll fast ins Gesicht geballert. Ja, passiert. Weil er die nicht richtig mit den Beinen oder mit den Füßen fixiert hat. Oder was weiß ich. So, und dann hat er uns das genau erklärt, wie man die halt ordentlich anmacht. Ja. So, weil er hat sich wirklich, er war so sauer. Er hat sich so drüber aufgeregt, dass Eckhart und Werner auf dem Dorf immer mit einer Kettensäge rumfuchteln. Männlich. Ja. Bist ja ein Sterben. Soll ich mal eine gute Versicherungsgeschichte erzählen? Ja, warte, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du da mal was hattest. Und worum es, ja. Und was ich eigentlich noch sagen wollte. Lass mal schlafen gehen. Lass mal schlafen gehen. Digga? Ich habe die, glaube ich, nicht angekriegt. Weil ich einfach nicht genug Kraft hatte. Ja, eine selber angemacht habe ich tatsächlich noch nie. Doch, ich glaube dann nach dem. Also, ich habe übel. Doch, ich glaube, ich habe es dann anbekommen, aber. Das war halt auch echt schwer. Ja, einfach also, ist es nicht. Heute würde ich die bestimmt ankriegen, aber damals so als schmächtiger 15-Jähriger war das schon richtig heftig. Das stimmt. Aber unabhängig. Vor allem, ich hatte auch erst mit 16 meinen Schub. Mit 16 bin ich 15 cm gewachsen. Echt? Ich war immer der Kleinste. Ja. Oh lol, was? Echt? Ja, ja, ich war immer der Kleinste und der Schmächtigste und alles. Alter, heftig. Ich dachte, du wärst schon immer so groß. Mhm. So, was wolltest du sagen, sorry? Zum Thema Kettensäge, da habe ich eine witzige Geschichte. Imagine, zwei Leute spielen Minecraft, sehen fast aus wie Clowns. Und sagen, so, zum Thema Kettensäge. Ich hab da tatsächlich eine gute Geschichte. Und zwar gibt es ja eine Unfallversicherung. Ne? True, ja, ja. Die ist das dann nicht sogar eine Krankenversicherung? Nee, die Unfallversicherung sind zwei unterschiedliche Schuhe. Okay, ja, gut. Es ja, ist ja vom Fach. So, es gibt eine Unfallversicherung, die zahlt dir einen bestimmten Betrag, wenn es zum Unfall kommt und du zu einem gewissen Grad behindert wirst. Es gibt so eine Tabelle, da ist sowas geklärt wie, du kriegst 20% der Unfallsumme, wenn du einen Daumen verlierst oder den nicht mehr benutzen kannst oder dein Bein oder... Was auch immer. Und das geht halt, und diese Liste addiert sich dann bis zu 100%. Das heißt, du kannst, ach, invalide war es, genau. Du kannst bis zu 100% halt invalide werden. Das addiert sich dann. Alter, Mann. So, ja, ja. Wie makaber. Also deswegen irgendwie, zum Beispiel, muss es ja auch, wenn du dir, irgendwie muss es ja auch festgehalten werden, ne? Ja, ja, genau. Halt, also wenn du zum Beispiel ein... Das klingt so makaber. Wenn du das Augenlicht auf einem Auge verlierst, bist du, glaube ich, zu 50% invalide. Und wenn du dann noch irgendwie deinen Arm nicht mehr benutzen kannst im Alltag, dann bist du zu 100% invalide. Aber mehr geht halt nicht. Also in der Summe sind sie jetzt auf 100%. Und dann kriegst du irgendwann 100%. Nein, ich habe die ganze Zeit Pfeile gekauft. Alter, Brother from another mother. Scheiße. Übrigens, du nutzt die Truhe hier unten jetzt auch einfach wieder nur als Mülltruhe. Nö, ich nehme gleich den. Ich habe Pfeile gekauft, ich bin so ein Vollidiot. Egal, ich habe richtig viel Holz gefällt. Ich zerballer das kurz. Aber ich habe ein paar. So, worauf ich hinaus wollte. Ja. Und das bietet natürlich Grundlage, dass du dadurch, dass du dich verletzt, dass du Geld kriegst. Ja. Es gibt Leute, die verletzen sich so, um Geld zu kriegen. Und da gibt es sehr viele wahre Geschichten, wie zum Beispiel, die man als Lehrmaßnahme zum Beispiel auch erzählt. Ach, krass. Und da wurde zum Beispiel erzählt, es gab mal einen Handwerker, der hat ein Auto auf seine Hand fallen lassen. Hier so ein Mechaniker. Der hat, ja, Kfz-Mechaniker. Der hat das Auto einfach komplett auf seine Hand fallen lassen, sodass seine Hand übel zerquetscht wurde. Und dann wollte er die Versicherungssumme haben. Und dann haben die Gutachter von der Versicherung das überprüft, wie das denn passiert ist, und haben festgestellt, der hat das extra gemacht. Weil das gar nicht so. Die schildern halt die Situation und die finden dann heraus und testen das teilweise. Es gab auch mal eine Serie im Fernsehen, wo die das getestet haben, wo die Unfälle nachgestellt haben. Mhm. Und da haben die das dann alles getestet mit den Originalgegenständen, weil die liegen ja eigentlich auf so einem Hebeding, ne? Hast du so, womit man so ein Auto anheben kann. Ja. Haben da sogar das originale Ding nochmal benutzt und so. Und der hat halt gesagt, das Ding ist halt eingebrochen, hat ihm die Hand zerquetscht. Und dann hat er halt seine Hand, ich glaube, nicht verloren, aber die war halt richtig im Ass. Er konnte die nie wieder richtig benutzen und hat nichts an Geld bekommen. Weil er die Versicherung verarschen wollte. Alter. So, und ein anderer Typ, scheiße, ne? Ein anderer Typ hat sich irgendwie mal in eine Kreissäge reingelehnt
und all so ein Shit. Also, da geht tatsächlich richtig kranke Scheiße ab, teilweise. Ja, und sowas kriegt man dann bei einer Versicherung so beigebracht oder erzählt, damit du dann im Ernstfall, wenn du mal wirklich dann irgendwie in der Versicherung länger arbeitest, sowas erkennst und dann auch Gutachten anfertigen lässt und so ein Shit. Also Versicherung ist crazy. So. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ja, also ich denke mir halt, ich glaube, es gibt auch viele Versicherungskaufmänner oder viele Versicherungen, die sehr darauf, oder eigentlich alle, weil am Ende ist es ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen, die darauf achten, dass sie nach Möglichkeit halt keine Versicherung zahlen müssen. Ja. Das ist ja immer so dieses Wettringen, ne? Ja. Und da gibt es aber auch natürlich dann auf der anderen Seite viele Beispiele, wo man sich denkt, Alter, ist das arschig. Du glaubst gar nicht, ich saß ja in meinen ersten Tagen. Und das kriegst du wahrscheinlich auch beigebracht, wie du das meiste dann rausholst, oder? Ja, also ich saß ja mal in der Telefonie ganz am Anfang, wo dann halt wirklich so halt Menschen anrufen, die sagen, yo, mein Kumpel hat sich auf meine Couch geworfen und die ist zusammengebrochen. Blibablub. Und ich glaube, jeder zweite Anruf oder so war irgendwie, ja, mein Kumpel hat mein Handy runtergeworfen und so. Und du weißt halt einfach, die wollen dich halt hardcore verarschen. Also teilweise, weil das passiert halt fast nie. Aber du zahlst es, also du kannst dann halt trotzdem, weil da dann Gutachter rauszuschicken und keine Ahnung, bringt halt nichts. Ja, also dich. Kostet wahrscheinlich im Zweifel auch mehr. Ja, du wirst halt konstant am laufenden Band von Leuten verarscht. Ja. Vor allem in der Privatversicherung. Aber ja, dann, es gab auch mal einen Fall, wo irgendwie, da wurde. Aber andersrum passiert das bestimmt ja auch super viel. Ja, natürlich, die Versicherung. Ist halt nicht schwarz und weiß. Die Versicherung versucht mit allen Mitteln nicht zu zahlen. Ja. Immer. Ja. Ja. Aber ist auch logisch. Ja, aber ist scheiße. Ja, deshalb sind Versicherungen auch so ziemlich hart verhasst eigentlich, oder? Ja, ja. So in der öffentlichen Wahrnehmung sind Versicherungen ja, immer so, das ist richtig, da hat man nie Bock drauf. Das sind einfach richtige Wichser. So oftmals. Und jetzt kommt das Intro, ne? Verstehen wir uns. Intro. Soll ich mal auf die Uhr gucken? Kannst du einfach machen. Ich fütter gerade nochmal die Kühe. Intro. 22 Minuten haben wir. Intro. Ich habe jetzt meine Hose noch verzaubert mit Schutz 3 einfach. Meine Hose ist nass. Oh. Meine Hose ist nass. Alles klärchen. Die. So, ich bin jetzt auf jeden Fall hardcore geschützt. Also ich habe jetzt einfach auf meine Hose Schutz 3 gemacht. Aber habe leider keine weiteren Verzauberungen bekommen. Ich versuche jetzt nochmal mit dem Tisch. Ich bin jetzt auch Level 30. Geil. Ich try jetzt auch. Aber was versuchst du? Ja, den Tisch an- und abbauen und. Ah ne, billigere Sachen reinlegen. Okay. Also Eisenbrust und dass ich das switche. Okay. Ja, mach einfach Schuhe. Genau, ich probiere mal. Ne, ich versuche jetzt erstmal Explosionsschutz zu kriegen und dann mache ich mit dem Buchschutz 4 drauf. Explosionsschutz? Ja. Okay. Wo geht das drauf? Brust? Überall, glaube ich. Fast. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vor allem Brust und Beine. Schon wieder. Ach ja, ich muss jetzt Haltbarkeit 3 einmal machen. Genau. Wollen wir Lapis Lazuli? Hm? Ja, ich kann es dir geben. Hier. Zack. Du kannst ruhig hier in die Truhe packen. So, dann nehme ich einfach eine Eisenbrust. Kann ich da nicht einfach Stufe 1 machen? Ja. Stufe 1, ne? Genau. Einfach eine neue Verzauberung. Okay. Explosionsschutz 4. Für was? So. Für Brust. Geil. Das ist nice. Jetzt brauche ich halt nur noch ein halbes Level. Ja, das kriegst du jetzt einfach, wenn du ein paar Stöcker gibst. Ja. Easy peasy. Ich versuche jetzt die ganze Zeit noch so ein Bibliothekar zu ballern, aber. Die wollen nicht. Ich sag dir. Die wollen vielleicht nicht. Vielleicht können nicht oder können nur begrenzte auf einem Raum sein oder. Also ja, nee. Hier kann man auch eine Armbrust übrigens kaufen, teilweise. Ja. Kann man die nicht auch verzaubern mit unendlich ballern, Digga? Das weiß ich nicht. Geil, du bist Level 30. Jo. Gönn dir. Abfahrt. Ja,
Ja, geil, Alter. Das ist richtig gut. Explosionsschutz. Ja, gegen müssen aber beide haben, damit es effizient ist. Gegen, also ja, es bringt... Und noch Haltbarkeit 3. Geil. Geil. Und jetzt hast du noch Schutz. Nehme ich mit. So, jetzt das Buch. Geile Rüstung. Der war hier gerade irgendwo. Aber, Glück 3. Ja, ja, ist hier, ist hier. Die könnten wir eigentlich mal... Der will 48 so Smaragde und ein Buch haben. 48 Smaragde, voilà. Ja, ja, der ist teuer. Der ist teuer. Und ein Buch. Haben wir ein Buch? Alter, Leute, ihr steht so im Weg. Wir hätten den Raum oben machen sollen. Ich mache hier nicht. Die stehen jetzt hier alle drin. Dann gehe ich jetzt ein paar Kühe schlachten, ja? Ja, aber füttert die vorher noch. Hab ich eben. Geil. Poggers. So. Wie viel Leder brauche ich für ein Buch? Ein Leder, drei Papier. Jetzt habe ich 5 Kühe weggemacht. Naja. Naja, Kollateralschaden. Kollateral. So, nehme ich hier noch ein Schlückchen. Das kann ich nochmal machen. So. So. Guti, wir haben jetzt. Also, ich habe jetzt Diamant mit Schutz 4 und Haltbarkeit 3 und Diamantschutz für Beine, Schutz 3. Alter, was laber ich für eine dumme Scheiße teilweise. So. Lehl. Ich meine hier meine teure Klimaanlage an. Wollen wir kurz sleepen? Jo. Und dann würde ich sagen, gehen wir die Rest der Folge noch ein bisschen Holz grinden. Ja, wir brauchen einfach unmenschlich viel Holz, glaube ich. Ja. Also ich brauche jetzt halt noch Schutz 4 für theoretisch halt Kopf und Füße, falls wir mit einer kompletten Diamond-Rüstung irgendwann halt rein wollen. Ja. So, wenn wir das haben, sind wir schon mal richtig set. Also dann sind wir schon mal richtig gut geschützt. Mit Schutz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Federfall noch. Ja, Federfall wäre richtig Poggers und halt... Jeder von uns braucht Explosionsschutz, Federfall und Schutz 4. Vielleicht auch Feuer, vor allem für Nether. Feuerresistenz. Ja, ich glaub, true. Nee, aber ist das nicht ein Explosionsschutz mit drin? War das nicht so? Nee, Explosionsschutz ist, glaube ich, nur Creeper und so Gas und so ein Shit. Mm, okay. Okay, gut, ich würde mir jetzt noch ich will jetzt noch eine kurze Axt machen. Ich mache ein Buch. Bücher. Aus der Papaya hier mache ich jetzt nochmal ein paar Blätter. Papaya? Sind die neu? Letzter Patch. Oh, lol. Wie mache ich nochmal Papier? Drei Papayas nebeneinander. Ach ja, 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 ja. Okay, so. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen hasseln. Genau, also Kühe farm, Holz farm, Digi, dies, das, pipapo. Ich mache mal alles, was so für Verzauberung relevant ist. Also Lapislazuli, ja. Kakteen, ich hab ne Bücher, ich hab ne Hexe gehört. Wie bitte? Ich habe eine Hexe gehört. Ich weiß nicht wo, aber sie war hier irgendwo. Okay, das ist scary. Scary Movie. 4. Intro. Ja, wir müssen am Ende noch auf Krampf. Also heute war nicht so ein Intro-Moment, oder? Ah, Explosionsschutz, ne? Da haben wir es verkackt. Ja, da hätten wir es machen können. Ja, scheiße. Aber vielleicht kriegen wir gleich noch eine auf Krampf so eine Verzauberung rein. Haben wir einen Amboss irgendwo schon? Ja, oben im Haus, in der Ecke. Das ist ja dumm. Oder, warte mal. Ja, entweder im Haus. Ja, du musst es ja schon gemacht haben. Nee, muss ich? Irgendwo, ja, war, irgendwo war einer. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. So. Schutz 4. Hä, es geht nicht. Schutz 4? Warum geht es nicht? Den Harnisch und dann Schutz 4 nehmen. Ja. Das geht nicht. Muss die Level 30 sein? Warum geht das nicht? Muss ich Level 30 sein? Nee. Es geht nicht. Wie? Hä? Es geht nicht. Explosionsschutz? Ersetzt es vielleicht Schutz? Kann man nur Schutz oder Explosionsschutz haben? Das kann sein. Das müssen wir vielleicht googeln. Oder schreibt es in die Kommentare. Okay, ich meine, das Buch kann man sonst noch für andere Ausrüstungsteile nehmen. Mach vielleicht mal das Buch links und den Harnisch rechts. Habe ich schon probiert. Tauschen. Ich guck mal, ob ich es auf die Hose muss. Ja zum Beispiel, also ich mache es nicht, nur mal gucken, ob es... Ja, das geht.
Okay, vielleicht... Okay, also der Slot ist irgendwie geblockt. Ja, es kann sein, dass sich das gegenseitig kollidiert. Zum Beispiel kann man auf einem Bogen nicht Infinity und Halb- und Mending machen. Ja. Ja. Das kollidiert sich auch. Vielleicht geht das tatsächlich nicht. Aber dann, wenn das so ist, würde ich nur Schutz machen. Weil Schutz ist gegen alles gut. Ich glaube, auf einem Rüstungsteil Explosionsschutz zu haben, ist schon, das meinen auch viele, ist schon gut. Ja, aber wie oft werden wir das noch brauchen? Also ganz realistisch gesehen, wie oft? Explosionsschutz? Ja. Wenn in den Rücken Creeper reinspringen. dann zum Beispiel. Ja, aber das ist halt so wie, es passiert dann halt irgendwie einmal. Also ich weiß ja, halt, und Schutz ist halt auch effektiv gegen Explosionen so. Ja, aber nicht, ja. Also Schutz ist halt gegen alles gut. Niemand. Und Explosionsschutz deckt halt nur Explosionen ab. Ist halt spezifischer. Ab. Ja. Ich weiß halt nicht, wie worth das ist. Ich glaube, dass eine komplette Schutzrüstung insaner wäre. Glaube ich nicht. Gut, schreibt's in die Kommentare. Was mit Feuerschutz? Sollen wir das dann auch weglassen? Ich glaube, ja. Also wenn das dann auch nicht möglich ist, dann würde ich es auch weglassen, ja. Ich glaube, Schutz ist wirklich die krasseste Verzauberung. Allein, weil die halt einfach Aber guck mal, wenn wir ja Schutz haben, ja, dann sind wir ja auch gut gegen Pfeile geschützt. Ja. Als Beispiel. So, wir brauchen aber eher tendenziell Schutz gegen Feuer oder Explosion als gegen Pfeile. Ja. Deswegen ist es doch gut, wenn man in seinen in seinem Resistenzspektrum eher auf Feuer- und Explosionsschutz geht. Man kann ja trotzdem bei anderen Teilen noch Schutz 4 haben. Ja, aber die anderen, ich weiß nicht, wie worth es ist bei den anderen Teilen, verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, das Effektivste... Da müssen wir nochmal in die Vorlesung. So, würde ich sagen. Da wäre ich dann einfach nochmal irgendeinen Lehrer auf Fiverr mir buchen. Fiverr? Digga. Und dann geht's los. Ja, also ich glaube, Schutz ist schon mal das Crazieste, was man auf jeden Fall haben sollte. Und alles, was das zusätzlich kommt, sowas wie, es gibt auch, glaube ich, irgendwie Pfeil gegen Pfeile Verzauberung und ich glaube, das, also ich weiß halt nicht, was sich gegenseitig kollidiert. Es scheint sich ja irgendwie zu kollidieren oder whatever. Irgendwas ist da ja nicht ganz richtig. Vielleicht soll ich mal probieren? Mit meiner Rüstung? Kannst du. Das Buch ist hier in der Truhe und wo alle Sachen sind. Okay, Schutz 4. Und das andere Ding, der Amboss ist oben, ne? Ja. Okay, also ich habe jetzt hier mein Diamantbeine mit Schutz drauf. Das geht. Ja, das ging bei mir auch. Okay, ja. Weird. Ja, willst du dann irgendwie Schutz 4 auf den Helm machen oder so? Ich würde erstmal das aufheben und wir googeln und dann planen wir mal, weil das können wir ja vorbereiten machen für eine Folge. Ja. Dann planen wir mal wirklich, welche Verzauberung wir exakt was haben, wo drauf explizit drauf soll. Ja. So, also Schutz ist auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt auch viele, viele Ansagen im Netz, sag ich mal. Im Internet. Ja. So. Und dann legen wir los, Digga. Alles klar, Digga. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich, wie viel Zeit haben wir noch? Schau noch einmal drauf. Ich schau drauf. Würde ich sagen. 11 Minuten. Ja, dann würde ich nochmal kurz mine gehen. If you don't mind me. Ja, kannst du gerne machen. So, weil Lapis Lazuli, Gold. Iron. Ja, ist ja Oxford Englisch dann. Da ist ja nicht Iron, sondern Iron. Oh ja, du sagst es. So. Geil, Gold. So schnell? Vielleicht können wir dafür auch schon die Nummer 3 schaffen. So, ich bin jetzt schon wieder Level 30. Ich guck mal, was ich für meinen Helm kriege. Atmung 3. Atmung 3, voila. Scheiße 3 wohl eher. So nämlich. Ich guck mal, was ich für mein Schwert kriege. Verbrennung 2. Auch Müll, oder? Ja, irgendwie schon. Irgendwie, ja.
Okay, ich guck mal, dass ich noch ein paar Stöcker verkaufe. Und gleichzeitig Smaragden grinde, if you know. Ja, ist in Ordnung. Ich bin am meinen. Ja, ist in Ordnung. Ich erlaub das. Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir... Heißt es Federfall, ja, ne? Federfall, ja. Ja, dass wir das auf jeden Fall auf den Schuhen halt haben. Das wäre Poggers, einmal. Das reicht ja einmal. Ja, klar. Jeweils einmal. Also das ist macht halt wichtig, glaube ich. Genau. Und ansonsten, ja, viel Schutz 4. Das ist geil, dass wir es gut haben. Können wir trotzdem gucken, was wir über einen Verzauberungstisch... Oder generell, ob wir noch mehr Bücher uns ordern, weißt du? Ja. Es gibt halt noch einiges. Vor allem für den Bogen, ob wir da vielleicht noch Infinity für kriegen. Aber wir sollten auf jeden Fall mal den Bogen reinlegen, gucken. Ich habe ja irgendwas gefunden, das kenne ich nicht. Ist das Diamond? Diamond? Ich weiß nicht, ob das... Kannst du mal runterkommen? Das sieht... Ich schalte mal zu dir. Das sind ganz viele kleine grüne Pünktchen. Ach, Smaragde. Smaragde kann man finden? Ja, aber immer nur so einzelne Dinge. Aber ja. Okay, dann nehme ich das mit. Ja, nimm mal mit. Ist ein gratis Smaragd. Da sagt man nicht nein, sag ich immer. Ja, ist so. Ich sag immer, so, ne. Ja, ich auch. Häufiger. Häufiger. Womit also haben wir keinen Faden für einen Bogen? Was haben wir? Fäden für einen Bogen? Ich kauf dir auch einfach einen für 2 Smaragde. Oh lol. Okay. Habe ich auch gemacht. Aber ist da nicht besser, Armbrust zu haben, oder ist das... Nee, ich glaube, Bogen ist generell... Ist niceiger. Niceiger. Ich guck mal, was ich auf dem Bogen machen kann. Stärke 4 würde ich mir einfach mal gönnen. Vielleicht kriege ich ja noch Infinity dazu. Ja. Hat nicht Infinity höhere Prio, Digga? Ja gut, wir können ja, ich kann halt jetzt für 3 Level... Ach, schade, leider kein Infinity drauf. Ist halt die Wahrscheinlichkeit da, dass man das dazu kriegt. Ja, klar. Infinity ist nicht unbedingt nötig. Wir haben zum Beispiel jetzt richtig viele Pfeile, weil ich die aus Versehen gekauft habe. Wenn du einen 64er Stack Pfeile dabei hast, die kriegst du kaum leer, wenn du mal dann irgendwie auf den Run gehst. Oh, naja, und nicht bei jedem Mob. So. Aber bei Infinity könnte man halt jeden Mob so nehmen, ne? Hops nehmen. Ja. Ja, vielleicht haben wir noch Glück und kriegen das Buch, wie auch immer. Also ich will das auf jeden Fall haben, Infinity. Genau, da. Das ist auch was, was wir machen können. Bibliothekare halt noch machen für sowas wie Infinity. Ja, ja. Oder Federfall. Ja. Weil dafür grinden wir jetzt auch die ganze Zeit. Du sagst es, du sagst es. Müssen wir nur mal nutzen, Digga. So, wir haben jetzt fast 2 Stacks Smaragds. Wir hatten sogar schon mehr, aber ich habe ja gerade für 48 Schutz 4 gekauft einmal. Ja, also ist tatsächlich ziemlich effektiv, scheint so. Hier, Feuerschutz 3 für meinen Helm könnte ich jetzt kriegen. Mhm. Naja, aber 3 ist ja nicht höchste, oder? Ich glaube, Feuerschutz 3 ist höchste. Weil Explosionsschutz war zum Beispiel 4. Hm. Ja, vielleicht lesen wir uns einfach mal noch mal krasser in die ganze Verzauberung ein, damit wir wissen, was wirklich krass ist und was nicht. Ja, aber jetzt, ich meine, der konkrete, also nur noch mal, damit alle hier auf einem Nenner sind, ne? Wir verzaubern jetzt alles, was wir haben, richtig krass. Und dann, go. Dann ist Finale. Also, ne? Ja, klar, dann geht's los für die letzten Steps. Mit zügigen Schritten, ja. So ist es. Ne? Spiel wurde gespeichert. So, ich glaube, ich muss jetzt langsam mal zurückkommen, ja, oder? Ja, komm mal nach oben. Leider, ja. Mäßiger Grind. Hier oben steppt irgendwas richtig Gruseliges lang. Das macht richtig eklige Geräusche. Na, Falco, alles klar bei dir? War bestimmt Falco. Nee, es ist echt was richtig Ekliges irgendwie. Naja. Eier. Waren Eier. Gut, dann war es eine entspanntere Folge. Ja, aber ich habe schon mal einen Diamantharnisch mit... Warte mal, okay, wir können jetzt das Intro machen. Wo ich so sage, so Schutz 4, Haltbarkeit 3. So richtig laut und du bist richtig... Nein, niemals! So, wollen wir erstmal schlafen? Ja, dann schlafen wir das und dann machen wir das gleich. Prost. Okay, ich trinke jetzt hier. Cheers. War eine nice Folge, finde ich, bis heute. Also, war gut. Guti. Da würde ich jetzt richtig euphorisch so sagen, so, ich habe jetzt verzaubert. Ja.
Okay, pass auf, dann sage ich dir jetzt nur das ins Gesicht, ja? Ja. Du, Max, ich würde mal ganz kurz gucken, was ich verzaubern kann, ja? Vielleicht, okay, fertig. Vielleicht können wir das ja schon richtig krass machen. Ja. So, ich geh mal... Warte. So, ich hab jetzt verzaubert. Schutz 4, Haltbarkeit 3! Ich hab Explosionsschutz 4, Haltbarkeit 3! So, ich glaub, es war gut. Ja, fürs Intro war das schon mal nice. Ich bin richtig vom Stuhl gefallen. Einfach und wieder runter. Du hast deine Brust nicht an, du Eume. Oh ja, fast vergessen. Aber Schutz 4, Haltbarkeit 3, Schutz 3 auf der Hose ist erstmal nice. Ich kann auch noch upgraden, wenn ich Bock hab. Deine Mutter. Das sag ich auch immer. Ui, ja, wollen wir noch kurz vielleicht einmal die lieben Hunde, nee, die Kühe füttern? Ich dachte, du willst irgendwas mit unserem Björn noch sagen. Also ich dachte, jetzt wollen wir nochmal die Situation zusammenfassen? Nee, wir haben jetzt noch wollen wir nochmal die Hunde füttern? So. Können wir machen, ja. Wir sind echt auf der Tour, das ist ja geil. Ja, ich hab mich da hingesetzt. Die Legende Falco. So, ihr macht jetzt Kinder für uns. Danke. Ihr garantiert uns einen unbegrenzten Vorrat an Essen. Naja, und auch wieder Bücher. Ja, also wir können auch tatsächlich jetzt anfangen, Karotten anzubauen und dann mit Gold goldene Karotten zu machen. Ja. Das ist auf jeden Fall das krasseste Essen, habe ich gehört. Ne? Ja, und goldene Äpfel sind auch ganz gut, oder? Was ist der Unterschied? Goldene Äpfel bringen... Goldene Äpfel sind sogar für die Dorfbewohner, wenn die verseucht sind, braucht man genau, den, ne? Und diesen Seuchentrank. Da braucht man so einen Trank und halt die goldenen Äpfel. Aber die goldenen Äpfel, wenn du die isst auch, die kannst du erstens verzaubern, soweit ich weiß. Die sind dann noch krasser. Okay. Und zweitens bringen die kurzfristig instant neue Herzen. Also für einen kurzen Moment. Dann hast du irgendwie extra 4 Herzen. Dann hat man mehr so. Als, okay. Ja, das ist dann so... Über deiner Anzeige hast du dann noch mal... Ja. Mal neue. Könnte man sich überlegen, vom Enderdrachen das noch zu verwenden. Ja. Hui, okay. Aber also, ja, wir brauchen nochmal zusammengefasst. Wir informieren uns über was wir wirklich explizit auf welches Rüstungsteil drauf haben wollen. Und dann werden wir darauf spielen. Sprich, ja. Vielleicht nochmal ein Bibliothekar genormt auf was Spezielles basteln und ansonsten leveln und verzaubern. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, wenn wir... Also wahrscheinlich dann wieder Nether. Ja, wenn wir... das Ding ist jetzt mit den... Wenn wir die ganze Zeit jetzt nebenbei Smaragde grinden, ich habe jetzt leveln heute... Ich habe jetzt heute 3 Verzauberungen hingekriegt. Ja. Und ich glaube, das wäre jetzt effektiver, als dann in Nether zu gehen, um extra umzuleveln, dann wieder zurückzurennen, zu verzaubern. Ist auch gefährlich. Ist auch gefährlich zusätzlich noch. Dann würde ich einfach die Variante, denke ich mal. Wir gucken, dass wir die Verzauberung irgendwie per Bibliothekar kriegen oder halt random einfach durch Verzaubern, wie auch immer. Und dann gucken wir einfach, wie es läuft und entscheiden dann einfach irgendwann, yo, ich glaube, wir sind ready. Und dazu gehört, glaube ich, auch tatsächlich schwer zu verzaubern. Ich meine, warum nicht? Wenn wir da Schärfe 4 drauf kriegen oder so, oder Schärfe 5 und Plünderung, wäre ja nice. Das ist ein nices Goodie. So ist es. Aber ansonsten, ja, ich habe jetzt meine ersten Verzauberungen gemacht. Ihr habt es im Intro schon gesehen und eben gerade auch. Ja, wir sind, glaube ich, schon mal set, Digga. Ich sag dir. Ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt noch sterben vom... Also ich will es nicht jinxen, aber es sieht sehr gut aus. Ja, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Wir haben echt ein gutes Equipment, uns zu töten oder generell zu sterben gegen Mobs und so wird immer schwieriger für die. Vor allem, wenn wir jetzt alles auf Schutz 4 haben, theoretisch. Ja. Ich bin zuversichtlich. Ja, und auch, selbst wenn wir im Nether fallen jetzt, in Lava stürzen, also die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass wir dabei sterben. So. Wenn wir die richtigen Verzauberungen haben. Ja. Das ist very nice. Guti, ich gucke nochmal auf die Uhr als ein letztes Mal. Wir haben weniger als eine Minute. Wir können auch jetzt schon von mir aus. Ja. Ich habe jetzt eh nichts mehr. Jetzt lohnt auch nicht. Guti, da würde ich rausgehen. Gut. Verbindung trennen. Ja, war eine geile Folge bis heute. Wir haben, wie gesagt. Entspannt, entspannt heute. Ich werde mir jetzt die Hände waschen und ansonsten würde ich, glaube ich, für den Rest des Tages so bleiben. Ich feiere den Style irgendwie.
Und genau. Schön nachher zu Fuß nach Hause, ne? So, ne? Für euch. Denkt dran. Ja. Und für Mutter Natur. Ich habe nochmal böse in die Kamera geguckt, um das zu unterstützen. Ansage ist raus. Gudi, der Rest ist geklärt. Ausreden. Ja, sorry. Also, willst du jetzt noch was sagen, oder? Jetzt ist, komm, mach aus. Ja, na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, nächsten Mittwoch bei dir? Ja, wie jeden Mittwoch. Ja, bist stimmt. Du dumm? Mittwoch, Samstag. Ja, nächsten Mittwoch bei Hanno Uncut. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüssi. Hallo, herzlich mit Hanno und Störzig. Hashtag herzlich auf Twitter. Tschüss. Ja, mit K. Meine Kader, die schreiben es immer mit G. Es tut mir auch leid. Voll die Vollidioten. Tschüss.